Chios steht für Natur, ruhige Buchten, wie das Griechenland von früher. Doch seit letztem Jahr denken viele bei Chios vor allem an Flüchtlinge. Zurzeit ist es ruhig, auch in den Camps. Aber die Bilder von Auseinandersetzungen zwischen Polizei und verzweifelten Geflüchteten sind vielen potenziellen Touristen noch im Kopf. Die Folgen bekommen die Geschäftsleute jetzt überall zu spüren. Dieses Jahr haben wir viel weniger Touristen. Die Reisenden aus dem Ausland sind sehr stark zurückgegangen, fast um 80% im Vergleich zum letzten Jahr. Die Hotels sind leer, auf den Straßen sind kaum Touristen aus Europa zu sehen. Noch retten die Touristen aus der benachbarten Türkei das Geschäft. Doch auch von dort kommen dieses Jahr weniger und oft nur für einige Tage. Dass die Insel etwas für ihr Image tun muss, wissen auch die Lokalpolitiker. Kampagnen auf Reisemessen, Ermäßigungen auf den Fähren, nicht genug. Der Vizebürgermeister von Chios weiß keine Lösung, wirkt überfordert. Natürlich könnten wir mehr machen, aber die Situation ist neu. Nicht nur für Griechenland, für ganz Europa. Aus dem Norden der Insel kommen tatkräftige Ideen. Antigoni, Maestrali und andere Hoteliers haben Freunde und Stammgäste gebeten, ihre Insel ins rechte Licht zu setzen. Dreaming of Chios heißt die Kampagne. I'm in Holland and I'm dreaming of Chios. I'm dreaming of Chios, of all those beautiful sunny beaches. Der Hauptgrund war, ein besseres Bild von Chios, die schönen Seiten der Insel zu zeigen. Ein Bild sagt schließlich mehr als 1000 Worte. Because a picture is a thousand of words. Antigoni Maestrali führt einen Familienbetrieb mit ökologischem Anspruch. Auch bei ihr sind die Buchungen um über 50% zurückgegangen. Und dann hat die Regierung auch noch die Mehrwertsteuer erhöht. Sonderabgaben auf Alkohol und andere Produkte. Die junge Hotelmanagerin fühlt sich doppelt gestraft. Wir legen die Steuer nicht auf unsere Gäste um, aber das ist schwer für uns. Die Kampagne geht weiter. Vielleicht lassen sich die Stammgäste aus Europa ja damit wieder zurückgewinnen.